Und ich bin ja, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Ich fange hier schon an rumzustottern. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist soweit. Wir haben es jetzt gerade um 5. In 3 Stunden geht der Flieger, das heißt, ich muss jetzt Miley wecken. Das heißt, ich muss jetzt Juna wecken. Miley bleibt ja hier mit der Oma, weil sie ja Schule hat. Und dann geht's ab zum Flughafen nach Mallorca. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich irgendetwas vergessen habe. Ich habe keine Ahnung. Ich habe eigentlich alles. Ich habe die Reisepässe, ich habe den Corona-Negativtest und wir haben uns im Land vorher registriert und haben den QR-Code. Das ist wichtig zum Abreisen. Trotzdem habe ich das Gefühl, als hätte ich irgendetwas Wichtiges vergessen. Ich hasse das. Ich konnte die halbe Nacht wieder mal nicht schlafen. Das ist Nacht Nummer 3. Wo ich fast kein Auge zu bekommen habe. Ich werde jetzt Juna wecken, Frühstück machen und wie gesagt, geht's dann zum Flughafen. Wir sind inzwischen gelandet, können aber noch nicht ins Hotelzimmer rein, weil es einfach noch nicht fertig ist. Jetzt laufen wir natürlich gerade durch Palma, waren gerade schon Kaffee trinken und frühstücken. Jetzt sind wir hier gerade voll alleine in so einer richtig, richtig schönen Gasse. Und wir haben uns so einen Regenschirm gekauft bei so einem Rasenhändler, weil es die ganze Zeit so renieselt und wir wissen einfach nicht wohin. Wir wissen nicht wohin, kennen die Sprache nicht und oh Leute, ich habe so gemischte Gefühle. Aber wieso, weshalb, warum erzähle ich euch gleich, wenn ich im Hotelzimmer bin und so ein bisschen Ruhe habe. Wir laufen jetzt einfach hier so ein bisschen durch Palma, bis wir den Anruf kriegen, dass das Zimmer fertig ist. Ja, so schön hier. Ich liebe einfach diese Gassen, diese schmalen Gassen und diese Balkone und das ist einfach ein Traum. Einfach ein Traum. Ich will wieder drüben hingehen. Wohin? Da durch? Nee, da ist nichts mehr, Schatzi. Lass uns hier lang gehen. Ist da erschlossen? Ja, da vorne sieht es aus, als würde es irgendwie Eis geben. Da leuchtet irgendwas. Wie findest du es hier? Schön, ne? Ja. Oh, Juna. Quatsch, Lise. Wir haben es geschafft. Wir sind endlich im Hotelzimmer nach 3 Stunden Palma. Wir haben noch einen Spielplatz gefunden, hat auch nicht mehr so doll geregnet gehabt und haben die Zeit so ein bisschen genossen, also war auch ganz schön. Und ich habe sogar schon ein paar Wörter Spanisch gelernt, die ich mir aber noch nicht getraue auszusprechen, weil ich muss es... Mucho gracias. Ich aber, okay, ich lerne das noch. Und das ist unser Room. Super klein. Also wir haben hier das Bett. Wir haben eine Dusche. Ein Badezimmer und da vorne steht die Tür. Also mehr ist auch nicht. Ja, also. Und da ist noch die Juna. Genau, die habe ich vergessen zu zeigen. Juna ist Deko. Okay, Juna ist Deko. Wunderschöne Deko. Die süßeste Deko, die es gibt. Genau. Ich werde erstmal den Koffer jetzt auspacken, damit wir uns so ein bisschen angekommen fühlen. Und. Ich schlafe neben die Lampe. Okay. Du entscheidest, wo du schläfst? Ja. Ich mache alles alleine auf. Supi! Genau, also wir packen jetzt ganz schnell die Koffer aus und dann quatsche ich gleich nochmal ein bisschen mit euch. Juna spielt jetzt ein bisschen. Koffer sind ausgeräumt, alle schon in die Schränke verstaut. Jetzt wollte ich nochmal ganz kurz erzählen. Ich habe ja gesagt, ich nehme euch da jetzt komplett mit in diese neue Erfahrung und in diesen neuen Weg. Und ich bin ja, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Ich fange hier schon an rumzustottern. Ich bin gelandet mit Juna und das erste Gefühl war, ach du Scheiße, warum mache ich das hier überhaupt? Warum tue ich mir das
an. Es ist einfacher, zu Hause zu bleiben und genieß einfach nur die Zeit, wo du jetzt hier bist. Aber das ist ein Ticken zu viel. Diese Herausforderung ist vielleicht ein bisschen too much für dich. Genieß die Zeit, wo du jetzt besonders hier bist und dann flieg einfach wieder zurück und nimm die Erfahrung mit nach Hause, dass du einfach mal alleine mit Juna irgendwie auf Mallorca warst. Also bei mir ist es wirklich im Kopf so von Bauchgefühl, der sagt, endlich, Anne, endlich wagst du den ersten Schritt in die richtige Richtung, in deinen Traum. Du laberst nicht darüber, du machst es jetzt endlich auch mal. Und dann kommt direkt der Verstand und sagt, Anne, du weißt schon, dass du Spanisch lernen musst, ne? Und alleine Ämtergänge und was hier nicht alles auf dich zukommt. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel für dich. Lass es sein. Und jetzt habe ich gerade so Bauchgefühl gegen Verstand und das ist bei mir so, so krass, auch von den Emotionen her, von Freude, Angst zu, ich bin kurz traurig und ich will wieder nach Hause, zu wieder Freude und mega motiviert. Und das ist jetzt so das erste, meine erste Erfahrung jetzt hier vom ersten Tag oder vom, nicht mal dem ersten Tag, wir haben gerade mal 14 Uhr, glaube ich. Ist schon ganz schön krass, weil es halt wirklich das allererste Mal so ist, wo man nicht im Urlaub ist, sondern halt, weil man sich eine Immobilie anguckt und das ist einfach sehr, 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 sehr viel. Ich habe aber Kontakt zu der Jules Mallorca, die, glaube ich, vor 10 oder 13 Jahren ausgewandert ist. Und habe auch gefragt, wie fängt man denn eine Sprache an? Also bei Englisch, wenn man da jetzt, weiß ich nicht, gibt ja ganz viele Sprachlern-Apps. Aber wenn du da jetzt mit anfängst, dann ist es okay. Da kommt man ziemlich leicht rein, weil man halt so ein bisschen Grundkenntnisse an Englisch einfach hat. Aber Spanisch, wenn du gar kein Wort kennst, außer hola, gracias, qué tal, mehr kannst du nicht. Und das hast du ja auch irgendwann mal aufgeschnappt. Oder la cuenta, Rechnung, das weiß ich, la cuenta. Aber mehr weiß ich halt einfach nicht. Und wenn du dann mit so einer Sprach-App anfängst und die fängt direkt an mit Frau, Mann, Mädchen, Junge. Du hast 4 Wörter, die du noch nie in deinem Leben gehört hast, noch nie gelesen hast. Die Aussprache ist auch ein bisschen schwierig und musst du die erstmal einprägen und dann klickst du da weiter und dann kommt direkt ein halber Satz. Die Frau und das Mädchen leben im Haus oder sind im Haus. Und dann denkst du, wie willst du da jetzt noch? Nicht ein einziges Wort davon hast du jemals in deinem Leben gelesen oder gehört. Das ist so, so schwierig, wenn du mal wirklich bei Null anfangen musst. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie man da überhaupt an diese Sprache kommt. Dann habe ich mit der Jules ein bisschen geschrieben und die meinte, die macht mir so Sätze fertig, die so die wichtigsten Wörter drin haben. So wie ich bin, ich habe, ich suche, im, in, und, der, weiß ich jetzt nicht. Solche Sachen, die einfach ganz, ganz oft gebraucht werden. Da meinte sie, den Rest lernt man so, wenn man das Wichtigste weiß, so die Grundbausteine, wie bei Englisch zum Beispiel, dann kommt man da ziemlich schnell wohl rein. Und das ist meine nächste Herausforderung. Die erste Herausforderung, dass ich hier bin und die nächste ist die Fremdsprache. Das muss ich erstmal sacken lassen. Ich überlege, ob ich mich jetzt nochmal hinlege. Juna hat nicht so Bock drauf, aber ich bin irgendwie mega müde, weil ich in den letzten 3 Nächte irgendwie gar nicht geschlafen habe. Oder ob ich jetzt einfach wach bleibe. Aber dann werde ich sehr zeitig ins Bett fallen. Ich weiß es noch nicht. Gerne. Besser, wenn ich mich ein bisschen hinlege und mal runterkomme. Weil morgen oder ab morgen wird es anstrengend. Ich muss die ganzen Adressen noch aussuchen, wo wir alles morgen hin müssen, wo wir dann Dienstag und Mittwoch hin müssen, was zuerst kommt. Ich das komplett durcheinander, weil ich habe noch gar keine Liste erstellt. Muss ich auch noch machen. Ich lege mich erstmal hin. Das ist, ich muss erstmal ein bisschen runterkommen. 2 Stunden später, wir haben geschlafen und es hat wirklich richtig, richtig gut. Ich habe das einfach gebraucht. Ich war auch sofort weg. Jetzt gab es erstmal so ein Problem, wo ich erstmal ein bisschen Panik geschoben habe. Es ist nämlich jetzt 17 Uhr. Vorhin war es übrigens nicht 14 Uhr. Also ich dachte, es ist 14 Uhr, aber es war später. Jetzt ist es auf jeden Fall 17 Uhr und also nach 17 Uhr. Die Restaurants haben 17 Uhr alle geschlossen. Die sind nur bis 17 Uhr auf hier. Müssen spätestens, glaube ich, 17.15 Uhr alle Gäste aus dem Restaurant sein. Und dieses Hotel hier bietet kein Abendessen an. Und jetzt hatte ich so ein bisschen Panik. So, okay, wo kriege ich jetzt irgendwas zu essen her? Wir haben gar nichts mehr. Hier gibt es höchstens noch Chips vom Hotel, aus dieser Hotelbar. Und da haben wir jetzt ganz, ganz viele geschrieben auf Instagram. Es gibt so viele von euch hier, die auch ausgewandert sind, die mir jetzt einfach Tipps geben. Das ist wirklich mega, mega krass. Also hätte ich niemals gedacht. Ich muss erstmal ganz großes Danke sagen an meine beste Community. Ich hatte ja am Anfang total Schiss, dass ich einen mega Shitstorm kriege, weil ich jetzt hier bin. Aber gar nicht. Ich bekomme so viel Zuspruch und so viele aufbauende Nachrichten und Wahnsinn. Wirklich, wirklich Wahnsinn. Auf jeden Fall habe ich jetzt dank euch rausgefunden, dass es jetzt auch hier einen Lieferservice gibt. Das heißt, wir werden uns nachher schön gemütlich ins Zimmer Nudeln oder sowas bestellen. Ich habe eigentlich Bock auf Tapas. Ich kann mal ganz ehrlich zugeben, hier in Spanien hat man immer Bock auf Tapas. Und dann werden wir uns den gemütlichen machen, werden noch einen Film gucken. Morgen steht einiges an. Und ja, Juna hat noch ihre Malsachen hier, hat noch ein bisschen was zu spielen. Ich werde jetzt gleich ein bisschen arbeiten, weil jetzt gleich die Kollektion online geht. Die erste XXL-Kollektion. Und da gibt es noch einiges zu tun. Wenn ihr das Video seht, ist sie leider nicht mehr online, weil die nur für 24 Stunden online ist. Genau, das machen wir jetzt. Und dann melde ich mich gleich nochmal.
Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich habe gestern gar nicht zu Ende gedreht, fällt mir gerade ein. Wahrscheinlich war es, weil ich einfach so einen großen Hunger hatte mit Juna. Wir haben uns ja gestern Pizza bestellt, die natürlich nicht geschnitten war und die so einen dünnen Boden hatte, dass man die auch irgendwie nicht auseinanderreißen konnte und so essen konnte. Das heißt, wir haben dann die halb eingerollt und naja. War eigentlich noch sehr, sehr witzig, hätte ich vielleicht filmen können. Was soll's. Übrigens, ich habe gerade den Balkon aufgemacht. Es regnet immer noch. Und zwar heute noch schlimmer als gestern. Also heute, gestern war es ja nur Nieseln, heute ist es richtiges Regen. Das heißt, ich weiß auch nicht so richtig, was wir heute den ganzen Tag über machen sollen. Auf jeden Fall müssen wir einkaufen gehen. Ja, weil so ein bisschen... ich kann mein Spielzeug aufmachen. Achso, nee, erst gehen wir frühstücken. Weil die Restaurants ja schon 17 Uhr zu haben. Das heißt, 17 Uhr gehe ich auch noch nicht Abendbrot essen. Na gut, okay, meine Lieben. Ich werde das Video jetzt beenden und gleich den nächsten Vlog beginnen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Nacht, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und dann bis zum Morgen.